Yo YouTube, was geht ab? Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euer Aim und Movement verbessern und sogar perfektionieren könnt. Kurzer Disclaimer, aber es gibt keine Wunderdroge, die euch vom einen zum anderen Tag zum absoluten Pro macht. Ihr müsst immer noch die Zeit reinstecken und trainieren. Ich kann euch aber ganz wichtige Anreize und Tipps geben, die euch definitiv weiterhelfen können. Viel Spaß! Den ersten Part können gleich mal alle Leute skippen, die auf Konsole spielen oder generell mit Controller auf PC, weil da geht es nämlich um Aim-Trainer. Die haben leider gar keine Unterstützung für Controller-Spieler, also das ist nur für Maus und Keyboard. Das wäre einmal hier Aim-Labs, das ist das, was ich euch empfehlen kann, weil das ist absolut kostenlos. Und dann hätten wir noch Kovex. Kovex kostet 8,19 Euro, soll aber auch dementsprechend besser sein. Wir werden uns heute aber in diesem Video speziell auf Aim-Labs fokussieren. So, in Aim-Labs angekommen wird das einmal so aussehen. Dann gehen wir direkt auf die Settings, damit ihr sofort mit den besten Settings reinstarten könnt. Einmal da gerne meine Settings kopieren. Da habt ihr einmal das hier. Targets, Audio hier. Graphics habt ihr hier. Visuals hier, das ist einfach damit das Target, also das Ziel, worauf ihr schießt, also nicht mit dem Hintergrund einblendet, damit ein guter Kontrast entsteht und damit ihr perfekt drauf schießen könnt. Hier hätten wir Controls, da auch ganz wichtig, da könnt ihr das Spiel einstellen, von dem ihr die Sense, also eure Sensitivity übernehmen wollt. Da habe ich 1,5, weil ich auch in Warzone 1,5 spiele und hier könnt ihr dann Warzone eingeben. Dann hätten wir hier mal Game, Keybinds und Skins. Ich mache Audio, mache ich gerne auf 0 oder auf 10. Wir machen es jetzt nur fürs Video, machen wir es auf 10. Normal mache ich es auf 0 und mache dann einfach direkt Musik an dem Hintergrund, damit das Ganze noch ein bisschen spaßiger wird. Dann gehen wir hier auf Play. Das erste, was ich immer mache, ich gehe hier auf Search und gebe Gridshot ein. Das unbedingt machen. Dann habt ihr hier Gridshot 3x3. Das ist einfach, um diese Flicks zu üben, die ganz, ganz wichtig in Warzone sind. Klicken wir auf Play Now und dann sind wir schon drinnen. Das Ganze sieht dann so aus. Und da dürft ihr, das spawnt halt jedes Mal einen Ball, wenn ihr einen zerschießt. Und dann müsst ihr selbst schauen, auf welchen Ball ihr euch zuerst fokussiert. Und könnt dann halt effizient eure Flicks trainieren. So sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir noch Strafe Track. Das ist das, was ich auch immer verwende oder verwendet habe. Ich verwende das nicht mehr so oft. Das ist jetzt, um aktiv zu lernen, wie ihr effizient auf den Gegnern die ganze Zeit draufbleiben könnt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner vor euch mit dem Fallschirm fliegt und ihr ihn perfekt beamen könnt, das ist genau diese Übung dafür, damit ihr einfach sehr gut tracken könnt. Deswegen auch der Name. Das ist einfach, das spawnen dann vor euch so Kugeln. Also jedes Mal eine Kugel. Ihr verliert jedes Mal Leben, wenn ihr drauf seid. Und ihr müsst einfach die ganze Zeit draufbleiben. Und versuchen, auf der Mitte der Kugel drauf zu bleiben. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier zu guter Letzt, könnt ihr aber auch, wenn euch das, wenn ihr das schon genug gemacht habt oder keine Lust mehr drauf habt, könnt ihr auch sowas hier probieren. Ihr gebt einfach hier oben Warzone ein in der Suchleiste und dann habt ihr euch so auch solche COD Warzone Warm-Ups. Also so Sachen, die speziell für Warzone ausgerichtet sind und die euch perfekt für euren Warzone Ranked Tag zum Beispiel vorbereiten können. Das habe ich auch sehr viel verwendet. Ihr könnt da auch immer ein Herz reinmachen, dann wird es in den Favoriten hier gespeichert. Genau wie ich es gemacht habe. Ja, da würde ich euch raten, so generell mal bei den Beinen zu bleiben, wenn es euch zu langweilig wird. Ihr könnt da immer noch bei Featured, könnt ihr noch reinschauen. Oder generell hier, Call of Duty, geht da gerne rein, schaut euch ein bisschen um. Es ist für jeden was da, das ist, ihr werdet definitiv was finden, es ist sehr, sehr nice. Und da zu meinen Hochzeiten habe ich da wirklich so jeden Tag vor dem Streamen, vor dem Spielen, habe ich circa 15 bis 30 Minuten, war ich ein bisschen im Aim-Labs drinnen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Und rein in Warzone. So, wie gesagt, das war aber nur für alle, die Maus und Keyboard spielen. Für alle, die Controller spielen und auch Maus und Keyboard Spieler, habe ich jetzt was anderes. Und zwar braucht ihr da einmal den MW2 Multiplayer. Da scrollt ihr einmal nur kurz nach unten. Habt ihr hier Private Match Multiplayer. Klickt hier drauf. Macht Create Private Match. Ich habe früher gerne Free For All gespielt, weil da nicht alle Bots direkt auf euch fokussiert sind. Aber wenn ihr gegen mehrere Bots gleichzeitig spielen wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall Team Deathmatch ans Herzen legen. Das ist das, was ich momentan sehr aktiv verwende. Müsst ihr kurz warten, bis das Game lädt. So, wir gehen erstmal hier rein. Gehen auf Game Setup. Hier wählen wir die Map Shipment aus. Super, super wichtig. Dann gehen wir direkt schon auf Bot Setup. Hier gehen wir sicher, dass beides auf 0 ist. Ich zeige euch jetzt nur mal kurz die Basics. Also was so Aim Basics und Movement Basics angeht, da machen wir dabei ohne Bots. Wenn wir das Ganze aber drinnen haben, gehen wir direkt schon mit Bots rein, um die ganzen Sachen dann anzuwenden. Ganz, ganz wichtig. So, dann gehen wir hier auf Settings. Hier einmal kurz die Sache übernehmen, wo ein grüner Kreis
da rechts darüber ist. Hier machen wir Time Limit und Score Limit, machen wir auf das höchste verfügbar, dass wir einfach so lange wie möglich spielen können und sofort abbrechen können, wenn wir keine Lust mehr haben. Match Start Time 5 Sekunden, also dass wir so schnell halt wie möglich spielen können, und Skip Infill einfach auf an. Advanced müssen wir nichts übernehmen, Player machen wir auf 200 Leben, das sind einfach wie viel Leben ihr und die Bots haben, das ist dabei noch nicht so wichtig, aber übernehmt das schon mal. 300 HP zum Beispiel wäre jetzt gerade Stand Warzone. Ich mag es aber hier tatsächlich lieber mit 200 HP zu spielen. Je nach Präferenz könnt ihr sehr gerne ändern. Team machen wir nur das hier. Das ist die Drohne, also das Radar. Das ist einfach, dass ihr genau wisst, wo die Gegner sind. Wenn Directional dastehen, ist es wie eine Advanced UAV in Warzone. Ihr wisst perfekt, wo die Gegner sind, wo die Bots sind und könnt halt alles schon prefiren und so. Und Gameplay müssen wir nichts übernehmen. Ganz, ganz wichtig. Und dann starten wir schon direkt rein. Okay, in-game angekommen, gehen wir direkt schon auf die Loadouts. Ich zeige euch einmal kurz die Loadouts, die ich spiele. Ich spiele hier einmal die Munibox. Die spiele ich immer, damit ich einfach so viel Muni wie möglich habe. Bei den Perk-Paketen habe ich hier einmal Overkill dabei, damit ich halt mit zwei Waffen mittragen kann. Scavenger, damit ich immer die Munition von den Bots aufheben kann, nachdem ich sie gekillt habe. Fast Hands, damit ich schnell Waffen wechseln kann. Und hier rechts, hinter der Facecam, haben wir noch Quick Fix, also das Perk, wo ihr, wenn ihr den Bot killt, aber Low HP seid, habt ihr direkt wieder regeneriert, so schnell wie möglich Leben. Dann spiele ich hier einmal noch die MP5. Das sind die Attachments für die MP5. Ganz, ganz wichtig. Die spiele ich immer. Tunics sind nicht so wichtig, genauso wie bei der M4. Das wären die Attachments. Ganz, ganz wichtig. Das sind die zwei besten Waffen, habe ich herausgefunden, für wenn ihr einfach gegen Bot spielt. Jetzt gerade noch nicht so wichtig. Wie gesagt, erst danach, wenn wir die ganzen Basics drinnen haben. Auch sehr gut sind MX9 und MP7. Die spiele ich auch super, super gerne. Aber dabei gehen wir mit denen rein. So, dann hier drinnen angekommen. Was ich euch aim-technisch empfehlen kann, ganz, ganz wichtig, ist immer diese Head-Glitches auszunutzen. Generell ist super wichtig, was ich immer empfehle, ist einfach viel zu spielen. Ganz, ganz wichtig, was Warzone und so, was generell alle Battle Royales angeht, sind einfach diese, ist die Map-Awareness. Ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst einfach, wo was ist, wo ihr abaimen müsst, wo ihr pre-aimen müsst, auf welche Höhe ihr aimen müsst, damit ihr immer auf den Köpfen der Gegner drauf sein könnt. Also einfach, dass ihr wisst, wo was auf einer Map ist, damit ihr wisst, wo ihr hinaimen müsst. Zum Beispiel, dass hier hinten ein Headglitch ist, dann das heißt, ihr geht schon wirklich im Pre-Aim, gebt ihr um die Ecke, ihr wisst, dass hier hinter einer stehen kann, dann wisst ihr auch, dass hier hinter einem Headglitch ist, das heißt, ihr geht nicht langsam um die Ecke, damit euch keiner abaimen kann, sondern ihr geht halt schnell um die Ecke. Oder sogar mit einem Snake. Also ihr geht einmal hier so, dann geht ihr hier so und dann wisst ihr, hier kann auch noch was stehen. Also einfach immer pre-aimen und empfehlen kann ich euch auch, dass ihr immer so in Kopfhöhe aimt. Kopfhöhe, obere Brust, sowas in die Richtung. Und dann halt einfach immer so gut wie möglich alles abaimen. Einfach nicht dumm um die Ecken laufen. Es klingt sehr bescheuert, aber es ist halt wirklich einfach so. Einfach nicht dumm um die Ecken laufen. Ja, sondern halt einfach wirklich im Pre-Aim um die Ecken und alles abaimen. Hier auch gleich wieder im Pre-Aim auf Brusthöhe, auf Kopfhöhe. Dann seid ihr eigentlich schon good to go. Das ist ganz, ganz wichtig. Das könnte ich euch aim-technisch empfehlen. Und danach natürlich, wenn wir die Basics drin haben, wie gesagt, schauen wir da in das Game mit den Bots rein. Und das ist dann, wo ihr euch effizient halt wirklich einfach aufwärmen und hochspielen könnt. Also wo ihr Aim trainieren könnt, euer Movement trainieren könnt. Was ich euch generell immer empfehlen kann, ist einfach so viel wie möglich in euer Gameplay einzubauen, was Movement angeht. Movement ist sowas wirklich unendlich Wichtiges, damit euer Gegner halt einfach nicht dauerhaft auf euch drauf sein kann und euch nicht easy killen kann. Also macht kein einfaches Target aus euch, wenn es nicht sein muss. Deswegen ganz, ganz wichtig, so viel wie möglich einzubauen. Also zum Beispiel so ein Slide ist immer wichtig. Ihr könnt zum Beispiel um die Ecke sliden und direkt schon ins Visier rein und dann direkt schon schießen. Wir sliden und schießen. Das trainiert einmal, ganz, ganz wichtig, und baut das in euer Gameplay an. Sliden und schießen. Auch ganz wichtig, wenn wir vom Sliden reden, ist das Dolphin-Diven. Dolphin-Diven wirklich so, 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 so wichtig. Stellt euch vor, hier hinten steht ein Gegner. Der aimt euch hier ab. Ihr steht rechts. Ihr könntet auch einfach dumm und stumpf einfach nur so rüberrennen. Macht euch aber zu einem super easy Target. Stattdessen Dolphin-Divet ihr einfach hier rüber. Und im besten Fall schaut ihr auch noch in Richtung des Gegners. Weil wenn wir uns das so visualisieren, so liegt ihr einfach gerade. Und der Gegner kann euren ganzen Körper anschießen. Wenn ihr euch aber in der Luft zum Gegner dreht, hat er nur die Breite eures Körpers. Er hat nicht mehr die Länge, sondern nur noch eure Schulterbreite und kann euch nur noch seitlich anschießen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen schauen wir zum Gegner, wenn wir rüberspringen. Wir schauen zum Gegner. Er kann uns nicht perfekt anschießen und wir haben auch noch Vision auf den Gegner. Wir wissen auch noch, wo der Gegner ist. Wir sehen, ob er gerade close pusht oder sowas. Wir haben halt perfekte Vision dann. Dann auch ganz, ganz wichtig, Dropshots. Das verwende ich super gerne. Alle, die mich kennen, Dropshots, super, 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 super geile Mechanik. Ich liebe es. Was ich momentan sehr gerne mache, ist
schon liegend auf einen Gegner warten. Das heißt, ihr wartet nicht stehend auf den Gegner oder hockend auf den Gegner. Das heißt, dann macht ihr euch einfach zu einem einfachen Target, weil alle Gegner gehen, wie ich natürlich, kopfaimend um die Ecke und im besten Fall liegt ihr da drunter. Das heißt, wir warten schon auf den Boden und wenn er um die Ecke kommt, können wir ihn schon direkt anschießen. Auch ganz, ganz wichtig hier so ein Dropshot. Also, dass ihr um die Ecke kommt und so dropshottet. Das trainiert ihr auch nochmal, ganz, ganz wichtig. Um die Ecke dropshotten. Sowas. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat mein Gameplay wirklich aufs nächste Level gebracht. Vor allem auf Close-Range-Gunfights, weil das erwarten die Gegner niemals. Das ist so dumm, aber das erwartet wirklich niemand. Das ist so krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Auch ganz, ganz wichtig, meine Nummer 1 Mechanik momentan. Merkt euch das, Chat. Merkt euch das, YouTube, das ist wirklich Close-Range-Meta, was Movement angeht. Ihr legt euch hin und dann klickt ihr in schneller Abfolge springen. Habt ihr das gesehen? In schneller Abfolge springen klicken. So schnell wie ihr könnt. So schnell wie ihr könnt, einfach springen klicken. Sieht dann so aus. In schneller Abfolge sieht das dann so aus. Ihr rennt, ihr legt euch hin, schießt und springt schon direkt. Hinlegen, springen. Hinlegen, springen. Das verwirrt den Gegnern wirklich unendlich. Die Leute haben das auch schon gegen mich gemacht und ich habe jedes Mal so einen Gunfan verloren. Weil man erwartet es einfach nicht. Das ist so eine Mechanik, die kaum jemand verwendet und sie ist super unglaublich OP. Also wirklich, hinlegen, doppelspringen. Hinlegen, doppelspringen, ganz, ganz wichtig. Auch viele haben mich gefragt, wie Snaken funktioniert. Snaken sieht dann so aus. Snaken ist einfach, wenn ihr hinter einem Headglitch seid, und hier hinten steht ein Gegner. Könnt ihr so machen. Es sieht sehr dämlich aus. Ist es tatsächlich auch. Ihr seht den Gegner perfekt. Also ihr seht jetzt und denkt euch, hä, wie soll denn das funktionieren? Der Gegner kann mich doch easy anschießen. Nein, ist aber nicht so. Ihr seht den Gegner perfekt, aber für ihn sieht das nur so aus, dass so ein kleiner Helm einfach nur die ganze Zeit nach oben kommt. Er sieht nur den Helm. Er sieht nicht mal irgendwie euren Kopf oder sowas. Nur den Helm auf eurem Kopf drauf, der so nach oben unten geht und er kann euch nicht effizient anschießen. Vor allem, wenn ihr dann so links, rechts auch noch magt, er kann nichts dagegen machen. Ihr hingegen könnt den Überraschungsmoment verwenden und den perfekten Moment einfach schießen. Einfach, wenn ihr es nicht erwartet, fangt ihr einfach an zu schießen. Jetzt schießen. Jetzt schießen. Jetzt wartet ihr wieder ein bisschen. Jetzt schießen. Und wenn es mehrere Leute sind, könnt ihr mehrere Leute einfach outplayen. Es ist wirklich super OP, Snaken. Snaken generell, wie es funktioniert, ihr geht nach hinten und legt euch hin, dann geht ihr nach vorne und sprintet. Das heißt, in schneller Abfolge drückt ihr die Tasten gleichzeitig, eure nach hinten geht Taste und die hinlegen Taste gleichzeitig klicken. Das ist bei mir S und C, nach hinten gehen und hinlegen gleichzeitig. Und danach, lasst die beiden dann los und klickt dann nach vorne gehen, bei mir W und sprinten, Shift. Das heißt, nach hinten gehen, hinlegen, nach vorne und sprinten. Und schnell sieht das so aus. Und das in schneller Abfolge. Trainiert das. Ganz, ganz wichtig. Snaken, super, super, super wichtig. Auch super, super wichtig sind Jumpshots. Das wäre dann zum Beispiel bei Boxen wie der hier oder der hier. Bei so Boxen, wo ihr halt nicht perfekt drüber schauen könnt oder halt im besten Fall gar nicht drüber schauen könnt, könnt ihr einfach so kurz mal Jump peeken. Ob ihr den Gegner seht, ganz, ganz wichtig. Da macht ihr euch zu keinem Easy Target. Wenn ihr zum Beispiel so peekt und schaut, wo ein Gegner ist, seid ihr ein Easy Target. Ihr peekt so, Easy Target. Stattdessen springt ihr einmal kurz, das erwartet der Gegner ja nicht. Ihr springt einmal kurz, könnt auch drüber schießen sogar noch. Was ich auch super wichtig finde, so auf Close Range verwende ich sehr oft generell Jump Shots. Und Bunny Hops. Also ich baue halt gerne Bunny Hops ein. Vor euch steht hier ein Gegner. Wir markieren uns hier einen Gegner. Hier steht der Gegner. Ihr macht den hier. Und Bunny hoppt einfach. Also ihr springt so oft, wie es geht, einfach nur hintereinander und macht euch zu keinem easy Target. Im besten Fall hat der Gegner auch noch schlechtes Aim und schießt die ganze Zeit unter euch hervor, einfach unter euren Füßen. Ganz, ganz wichtig. So, ich würde sagen, wenn wir die Basics jetzt drin haben, gehen wir rüber in Bot Games und versuchen das dann da drüben anzuwenden. Und zwar gehen wir dann wieder auf Game Setup, sobald wir draußen sind. Bot Setup, machen hier einfach nur einen Linksklick. Das sind dann 6 Bots. Recruit, wir machen aber, ja, Recruit ist das Niedrigste, was wir einstellen können, das ist ganz, ganz wichtig. Und hier machen wir auf 0, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist dann das Team, wo wir reinjoinen werden. Und dann machen wir auf Start Matchup. Dann füllt sich das schon und wir können gleich das Team auswählen, wo keine Bots drinnen sind. Und spielen dann halt gegen 6 Bots. So, drin angekommen, werden wir wahrscheinlich in den Team spawnen, wo die Bots drin sind, machen wir auf Change Team und wählen das richtige Team aus. Wenn wir dann hier drin angekommen sind, versuchen wir das Ganze anzuwenden, wie die Snakes hier. Das sieht dann so aus. Dann können wir die Gegner schon anschießen. Noch einen holen. Den noch einen holen.
Dann snaken uns hier ab. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Aber nicht nur das Snaken haben wir gerade gelernt, sondern das ganze Dolphin-Diven. Da versuchen, so viel wie möglich einzubauen, ein bisschen vor den Gegnern wegzurennen. Einfach euch ein bisschen mobil machen. Immer mal wieder sliden, immer mal wieder Dolphin-Diven. Und generell das Ganze dann gegen die Bots anzuwenden. Auch die ganzen Drop-Shots, was ich euch eben erzählt habe. Auch das hier. Dieses Drop-Jumpen. Was ich eben meinte, was komplett OP sei. Dann jumpshotten wir mal wieder. Und da haben wir wieder gedropshottet, dann wurden wir Rücken geschossen. Ja, und dann halt eben das Ganze anwenden, was ich euch eben gezeigt habe. Und da könnt ihr dann halt auch wieder aktiv euer Aim trainieren. Das hat mir wirklich irrsinnig geholfen. Ich kann es euch gar nicht sagen, ja. Also immer mal wieder, wenn ich einen Off-Day mache oder sowas, dann gehe ich immer. Vor dem Stream gehe ich mindestens eine halbe Stunde gehe ich da rein. Kill ein paar Bots, ein paar hundert Bots sogar. Und ja, versuche halt mal wieder reinzukommen. Aber nicht nur halt eben, wenn ihr gerade einen Off-Day gemacht habt und wieder reinkommen wollt, wenn ihr ein bisschen Warm-Up haben wollt, sondern generell immer. Wenn ihr meint, eure Schwachstelle sei momentan ein bisschen Movement, ein bisschen Aim, dann probiert das einfach mal. Geht einfach täglich, bevor ihr anfängt zu spielen, geht einfach 10, 15 Minuten rein. Dann seid ihr eigentlich schon gut aufgehoben, würde ich sagen. Und dann werde ich euch versprechen, dass ihr binnen ein, zwei Wochen sehr, sehr krassen Change sehen werdet. Das kann ich euch versprechen, ja. Zeigt mich nicht an, wenn es nicht so ist. Dann ist eure Schuld. So, ich würde sagen, das wäre es dann tatsächlich. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe euch helfen können, was euer Aim und euer Movement angeht. Wie gesagt, ihr müsst unbedingt dranbleiben und ganz viel trainieren. Das kommt nicht von einem auf den anderen Tag. Ihr müsst wirklich jeden Tag da eure Zeit reinstecken. Das heißt, wenn ihr nicht die Zeit habt, jeden Tag 8 Stunden Warzone zu spielen, dann trainiert euer Aim und euer Movement. Ganz, ganz wichtig. Lasst gerne noch ein Like und Kommentar da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich irrsinnig freuen. Und gerne noch ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Video.